Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid hier auf dem Kanal vom PS-Blick. Wir starten heute mit einem neuen Format und zwar möchte ich eine Art Alphabet für euch machen, wo ich euch von A bis Z einen bestimmten Begriff rund ums Thema Auto, Gebrauchtwagen, Youngtimer, Straßenverkehr möglichst kurz und informativ und vor allem unterhaltsam erkläre. So dass, wenn ihr dann diese Begriffe mal hört in irgendeinem Zusammenhang, in der Autozeitung, in den Nachrichten oder am Stammtisch mit euren Freunden, einfach mitreden könnt, wisst, wovon die Rede ist. Und jetzt geht's gleich los mit dem Buchstaben A wie ABS, Anti-Blockier-System. Fast jeder, denke ich, wird den Begriff schon mal irgendwo gehört haben. Und ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, in 98% der Autos, die uns im täglichen Leben begegnen, sind ABS-Systeme verbaut. Jetzt gibt es vielleicht trotzdem noch einige, die sich fragen, was genau ist ein ABS, wo kommt das her, wer hat sich das ausgedacht? Euch schicke ich gleich auf einen kleinen Zeitsprung. Und zwar in die Vergangenheit, wo ich kurz was dazu erzähle. Die anderen bitte ich nicht abzuschalten. Ich beame euch gleich wieder hierher zu mir und dann erzähle ich euch etwas darüber, über die Wirkungsweise und dann gibt es auch ein anschauliches Beispiel. Also Zeitsprung in 3, 2, 1. ABS tatsächlich ist ein eingetragener Markenname und zwar auf ein Patent von Bosch. Die ursprüngliche Idee ist aber wesentlich älter. Es wurde 1928 an einen sehr intelligenten Herrn namens Karl Wessel in Deutschland ein Patent erteilt. Und 1936, 8 Jahre später, gab es dann auch ein Patent an Bosch. In der Großserie wurde ABS tatsächlich aber erst in den 60ern, 70ern in den Automobilen verbaut. Da war 1969, 70 der Ford-Konzern der erste beim Lincoln Continental und beim Ford Thunderbird. Und richtig den Durchseriengroßbruch gab es erst 1978 mit einem Bosch ABS-System in der Mercedes S-Klasse und ein Jahr später im BMW Sima. Ich finde das deshalb interessant, dass der Grundgedanke, es ist vielleicht ganz cool, wenn das Rad beim Bremsen nicht blockiert, schon so frühzeitig da war und es dann über 40 Jahre gedauert hat, um das tatsächlich auch in die Großserie zu adaptieren. Habe ich echt gerade Durchseriengroßbruch gesagt? Ernsthaft? Geile Scheiße! Wie es jetzt aber tatsächlich ganz ernsthaft der Zufall will, habe ich als bisschen durchgeknallter Petrolhead 2 Autos in meinem persönlichen Fuhrpark und zwar eins mit und eins ohne ABS. Und deshalb kann ich euch jetzt hier im Video auch anschaulich demonstrieren, wo der Unterschied ist. Und zwar als allererstes sehen wir gleich eine Aufnahme von einem Auto ohne funktionierendes ABS-System. Was ist jetzt gerade passiert? Ich gehe voll auf die Bremse, die Räder blockieren, das Auto lässt sich nicht mehr lenken, die Räder rutschen über den Asphalt, sie stehen, ihr seht es im Video. Das ist in modernen Autos für Leute, die heutzutage im 21. Jahrhundert Fahrschule gemacht haben, absolut nicht mehr vorstellbar. Stellt euch das vor, ihr geht voll auf die Bremse, wollt irgendetwas ausweichen und das Auto reagiert nicht, es rutscht weiter geradeaus. Und um das zu verhindern, wurden ABS-Systeme erfunden. Dieser Gedanke kam schon sehr, sehr, sehr früh in der Automobilistik auf. Und wie groß einfach der Unterschied ist, das kann jeder bestätigen, der wirklich schon mal früher ein Auto ohne ABS gefahren ist, damit in Gefahr geraten ist auch vielleicht, und der jetzt moderne Autos fährt. Ich blende euch jetzt gleich eine Skizze ein von einem rudimentären ABS-System. Das ist aus einem alten VW Golf, ist ein sehr einfaches System, aber die wichtigsten Details sind klar erkennbar, und zwar in den roten Kreisen 4 Raddrehzahlsensoren. Diese Sensoren sitzen an jedem Rad und messen die Drehzahl des Rades, also wie schnell das Rad sich dreht. Wenn ihr jetzt auf die Bremse steigt, dann verzögert ja das Rad, dreht sich langsamer. Und die Sensoren erkennen, wenn eine Tendenz zum Schlupf da ist. Schlupf bedeutet, das Rad dreht sich in so einer Art und Weise langsamer, dass der Sensor der Meinung ist, hier wird gleich ein Blockieren, ein Stehenbleiben des Rades stattfinden. Hier ist die Bremswirkung zu stark, die Reibung des Rades auf dem Asphalt reißt ab und es fängt an zu rutschen. Und dann greift das ABS-System ein, indem es über den Bremsdruck, über die hydraulische Bremsflüssigkeit, den Bremsdruck verringert, also etwas loslässt und wieder festpackt. Und zwar so schnell nacheinander, dass ihr das gar nicht merkt.
Und über dieses ganz schnelle Loslassen und wieder Zupacken bleibt das Auto lenkbar und das Blockieren der Räder wird vermieden. Früher bei wirklich sehr alten ABS-Systemen, also 70er, Anfang der 80er Jahre, erfolgte das noch ziemlich rabiat, deswegen hatten die Systeme auch keinen guten Ruf. Bei moderneren Autos merkt ihr davon fast nichts mehr. Das kann so fein gesteuert werden, dass ihr trotzdem das Auto noch absolut sauber und problemlos bremsen könnt. Und so sieht das aus, wenn es funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ich glaube, man kann es relativ gut erkennen. Es findet kein Blockieren der Räder statt. Das Auto bleibt absolut lenkbar. Und wir haben jetzt ein Video bei sehr langsamer Geschwindigkeit gesehen. Diese Beispielbremsung, die ich für euch gemacht habe, stellt euch das Ganze einfach bei hohen Geschwindigkeiten vor. Bei 80 km/h auf der Landstraße, bei 120 km/h, 140 km/h auf der Autobahn. Ihr seid so viel sicherer unterwegs. Und ich kann aus meiner Erfahrung, aus vielen, vielen 10.000 Kilometern einfach mit beiden Autos sagen, ihr seid zwar in 99% der Fälle ohne ABS nicht schlechter unterwegs, aber auf jeden Fall sicherer. Denn ihr wisst nie, wann der eine von 100 Fällen oder der eine von 200 Fällen ist, in denen ihr gleichzeitig bremsen und lenken müsst. Insofern mein persönliches Fazit, auch nach der Recherche jetzt für dieses Thema, die Idee, das ABS, die Umsetzung jetzt auf diesen Standard, wie wir ihn jetzt haben im Jahre 2020, eine der größten Erfindungen, die die Sicherheit des Autofahrens verbessert haben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr dazu sagt. Und schreibt mir auch gerne Ideen, Anregungen für die nächsten Buchstaben. Nein, B wird nicht für Bobolader reserviert, kann ich gleich sagen. Schreibt mir was dazu und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like und ein Abo freuen. Und noch mehr darüber, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, dann wieder zu einem Video aus dem Fuhrpark. Und in 2 Wochen ist dann der Buchstabe B dran. Also insofern, bleibt alle gesund. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, hoffentlich sonnigen Nachmittag. Und bis zum nächsten Mal. Gute Fahrt. Ciao, ciao.